Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war ein bisschen einkaufen, ich war bei Rossmann und ich war bei Lidl und möchte euch gerne zeigen, was ich da gefunden habe. Bei Lidl habe ich mir Duschschäume geholt. Das sind ja die, die so sind wie die von Rituals, ne? Wie die Dupes von Rituals. Die kosteten 2,29 Euro. Und das ist einmal Calm Moment. Na, und die, oh, die riecht so toll. Ich glaube, diese habe ich auch ausprobiert schon eben. Richtig schön, auch auf der Haut. Also es ist wirklich wie Rituals, ne? Und dann habe ich mir noch geholt Oriental Spa. Mache ich auch sehr gern. Das fand mein Mann auch sehr gut vom Duft. Und Natural Spirit. Da wollte ich auch noch mal gucken. Also könnt ihr auch mal sehen hier, ne? Das ist wirklich wie, ich muss ein bisschen schütteln. Und, ups, es ist so viel rausgekommen. Es ist wirklich wie Rituals, ne? Auch von der Konsistenz. Okay, das ist aber jetzt, ach, das ist nicht ganz mein Duft. Das konnte ich vorher nicht riechen. Ah, riecht auch gut. Muss mal einen Moment warten, ne? Und dann wird das so ein richtig schöner Schaum. Ich nehme das jetzt erstmal runter. Genau. Ja. Die drei habe ich mir mitgenommen. Für das Geld habe ich gedacht, die probiere ich mal aus. Ich habe das in einem Video schon gesehen, dass das ein Dupe zu Rituals sein soll. Und tatsächlich, das ist wirklich wie Rituals. Finde ich richtig toll. Für 2,29 Euro. Drei Stück mitgenommen. Ja, sehen ja auch von der Flasche schon so aus. Also, ich finde die toll. So, nochmal ein Tuch. Das war bei Lidl und dann waren wir ja bei Rossmann. Da hatten sie nämlich hier einmal Sacrotan, ein Bodenreiniger, im Angebot. Ein Allzweck- und Bodenreiniger. Stark gegen Schmutz, sanft zur Oberfläche, langanhaltende Frische, entfernt 99,9% aller Bakterien. Und ja, das benutzen wir ganz gerne für den Fußboden. Wir mögen den Geruch sehr gerne. Und weil das eben auch gegen Bakterien ist, wir haben 5 Katzen zu Hause, die gehen auch raus. Und dann ist das schon, finde ich, wichtig. Ne? Einmal das. Ich kann ja mal gucken, was das jetzt gekostet hat. So. Sacrotan 2,79 Euro. Haben wir noch einmal Scheuermilch mitgenommen. Na, Domol. Domol Scheuermilch. Dafür haben wir bezahlt 89 Cent. Jo. Einmal Paradontax. Na, die Zahncreme auch fürs Zahnfleisch. Na, hatte ich schon ein paar Mal gezeigt, auch im Aufgebrauch, benutzen wir ganz gerne für gesunde Zähne. Ne? Gesunde Zähne beginnt mit gesundem Zahnfleisch, steht hier. Ja, eine Zahncreme, die dir auch hilft, wenn du so ein bisschen Zahnfleischbluten hast oder ne, leichte Entzündung. Also die ist richtig gut. Hilft Zahnfleischbluten zu reduzieren und vorzubeugen. Verbesserter Geschmack, extra frisch. Ne? Genau, und dann hatte meine Mutter mich ja gebeten, ihr ein paar Manhattan Endless Stay Waterproof Eyeliner mitzubringen. Gel-Eyeliner sind das. Und sie sagte mir, die sind so toll. Und das ist, ja, da habe ich zum Beispiel Starlight Black 4 Stück mitgenommen für 2,35 Euro pro Stift. Ne? Ja, den grauen zeige ich euch mal. Einmal ein bisschen dicker. Das ist in Grau, ein dunkles Grau. Da habe ich mir 2 Stück für mich mitgenommen. Dann haben wir hier noch einmal Starlight Black. Machen wir mal gleich daneben. Oh, das ist ja ärgerlich. Ey, was ist denn das? Das ist ja einfach jetzt rausgerutscht. Ne? Man kann ihn aber noch drehen, aber wenn man es so macht, na, jetzt geht's. Das ist ja ärgerlich. Ja, das ist dann dieses Starlight Black. Den einmal für meine Mutter. Dann habe ich noch mal Blackest Black. Den hatte sie auch. Den hat sie mir gezeigt. Oh,
Okay, das ist noch ein dunkleres Schwarz. Na, und ja, und einen in Grau. Ich habe für Sie drei Stück mitgenommen. Na, und das sind die drei Farben. Einmal Grau, dann dieses Starlight Black und Blackest Black. Das ist so richtig dunkelschwarz, also so ein richtig tiefes Schwarz. Ne? Genau. Ja, genau, das sind die Kajalstifte oder Eyeliner, wegen denen ich da ja hin bin. Und dann habe ich gefunden eine ganz süße, ganz feine Kette, ne, für die Brille, weil ich dachte so, auch manchmal da, wenn ich so unterwegs bin und dann setze ich die Sonnenbrille auf, brauche ich die nicht immer in die Handtasche packen, kann ich dann ja so hängen lassen und wenn wir dann irgendwo reingehen und ich was gucken muss, dann habe ich sie immer gleich parat. Ich habe aber jetzt schon festgestellt, das ist so dünn. Also ich glaube, das hält fast gar nichts aus. Es wird mir sehr schnell kaputt gehen. Sieht aber ganz geckig aus, ne? So eine Kette für die Brille. Fand ich ganz niedlich. Ich kann auch noch mal gucken, was habe ich denn dafür bezahlt. Na, dann brauche ich die Brille ja auch gleich wieder. Also, für diese Brillenkette habe ich bezahlt 4,99 Euro. Ja, da würde ich aber sagen, eine Kaufempfehlung würde ich jetzt dafür nicht geben, weil ich mir vorstellen kann, dass das ganz, ganz schnell abreißt. Also so muss man schon vorsichtig sein, wenn man die Brille dann wirklich hängen lässt. Nicht, dass du sie nachher verlierst. Das ist mehr Schmuck, ne? Das ist wirklich mehr wie so ein Schmuck. Und das sieht ja auch ganz nett aus, wenn du dann, ne, das so, wartet mal, dass du dahinter hast und dann die Brille aufsetzt. Dann hast du halt so ein bisschen, ja, sieht man die Kette halt so ein bisschen als Schmuck. Aber so zum Halten, finde ich, ist die doch nichts. Da habe ich gar nicht gut überlegt. Ja, das war mein kleiner Haul. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.